Ich glaube, er kann es auch kaum erwarten. 12 Tage, 3 Stunden, 33 Minuten und 28 Sekunden. Dann ist Jungpflanzenverkauf. Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute geht's mit der Serie Countdown weiter, und zwar Countdown Jungpflanzenverkauf. Wir hatten im Oktober schon mal die Serie Countdown mit dem Umbautag. Da hatten wir 3 Folgen vorab gedreht, bis es dann zum Umbautag kam. Ja, und das gleiche machen wir jetzt für 2 Events, und zwar für die Botanica-Pflanzenmesse in Hamm am 7. Mai und für unseren Jungpflanzenverkauf hier in unserem Garten am 8. Mai. Der Countdown läuft, 12 Tage bzw. 11 Tage sind es bis dahin zu den beiden Events, und ich zeige euch mal einfach, wie viele Pflanzen wir im Folientunnel haben. Ja, und heute Nacht, da stehen wir direkt vor der großen Herausforderung, denn es wird nochmal 0 Grad, das heißt abdecken, das heißt heizen. Ja, und wie die Pflanzen aussehen, das zeige ich euch mal jetzt. Ich würde sagen, wir gehen hier einmal komplett durch den Folientunnel durch und ich zeige euch alle Pflanzen, die hier wachsen. Wir haben hier vorne mexikanische Minigurken, dann geht es weiter mit den Luffa, also den Schwammgurken, die nach der Ernte, wenn man die trocknen lässt, zu einem Schwamm werden. Dann haben wir hier Kopfsalate, hier haben wir ganz viele Wassermelonen auf dieser Hälfte hier, und hier vorne geht es dann weiter, das sind alles Salatgurken, da vorne wächst übrigens noch Hirse, dann geht das über da hinten, bis es ein bisschen Mais dazwischen. Dann haben wir Hokkaido-Kürbis, Riesenkürbisse, grüne Zucchini, Rondini, also die runden Zucchini, gelbe lange Zucchini, gelbe runde Zucchini. Da hinten stehen Artischocken und Tabak. Davor, das sind nochmal Einlegegurken. Hier haben wir auch Einlegegurken noch neu gesät. Dann geht das hier schon weiter mit Erdnüsse und Auberginen. Dahinter Ahornbäume, die wachsen hier wie wild. Die haben wir gesagt, pflanzen wir auch mal ein. Dann haben wir hier die Chilis, Pepino, Physalis, da hinten Zwiebeln vorgezogen. Ja, auch das kaufen tatsächlich Leute und wünschen sich Leute bei unserem Jungpflanzenverkauf. Deswegen haben wir welche vorgezogen. Dann haben wir hier fast 300 Tomaten, die verschiedensten Sorten. Dann geht es hier weiter mit Paprika. Hier 2 Reihen Paprika Kira, hier 2 Reihen Blockpaprika. Und dann hier unsere ganzen schönen Sorten. Ja, und das ist schon tatsächlich eine Seite vom Folientunnel. Jetzt heute Morgen ist es noch bewölkt, dann soll es zum Abend hin aber super klar werden und die Sonne soll scheinen bei 11 Grad. Das ist jetzt nicht besonders viel, wenn wir mal auf den Tag gucken, 26. April. Ja, ich habe mir eigentlich schon mehr erhofft, habe schon gehofft, dass 20 Grad wird und nicht mehr so kalt. Heute Nacht deswegen nämlich 0 Grad. Und das stellt uns hier auf unserem finalen Countdown noch vor einige Herausforderungen. 0 Grad heute Nacht, bis jetzt hat es immer bei 2 Grad ganz gut geklappt mit Abdecken. Aber 0 Grad ist genauso eine kritische Grenze. 1 Grad würde ich sagen, ist kein Problem. Aber sobald Frost ins Spiel kommt, ist das auch mit Gemüseschutzfließ im Folientunnel echt gefährlich. Wir werden die Pflanzen von der Folie wegholen und weiter nach innen stellen. Da haben wir nämlich dann den Vorteil, dass die Kälte, die kommt ja von außen zur Mitte rein zum Folientunnel. Und da kommt die natürlich als letztes an in der Mitte, die Kälte. Und wir lassen auf jeden Fall nachher alle Türen hier zu, dass sich das nochmal richtig aufheizt. Der Boden soll sich aufheizen, denn der hilft nachher dann auch sozusagen als Fußbodenheizung, um uns hier die Pflanzen aufzuwärmen. Was man sonst noch machen kann, wir werden wahrscheinlich, wenn wir hier Strom hinkriegen zum Folientunnel, einen Frostwächter reinstellen. Den haben wir ja auch schon bei der Anzucht im Keller genutzt, dass wir so eine Temperatur immer zwischen 2 bestimmten Werten hatten. Und da werden wir einfach 10 Grad einstellen als niedrigste Temperatur, wo der Heizkörper dann angehen soll. Dass selbst wenn die Abkühlung schneller ist als die Heizung, dass wir irgendwie dann bei 5 Grad stoppen, aber auf jeden Fall nicht zu den 0 Grad kommen. Und ich denke, das soll auf jeden Fall ganz gut klappen. Aber so einen ganzen Folientunnel, 9 Meter ist sehr lang, 4 Meter fast breit, zu beheizen ist auf jeden Fall auch schwer, deswegen wird die Heizung, glaube ich, durchgehend laufen. Aber wir stellen wahrscheinlich auf 10 Grad ein, vorausgesetzt, wir kriegen hier Strom hin. Das muss ich noch abklären heute Nachmittag und ich bin mal ganz gespannt. Ein zweites Problem, das wir in diesem Jahr hatten, was wir vorher noch nie hatten, man sieht es hier auch ganz gut, da muss ich schon wieder anfangen zu schreiben. Wir haben hier schon einige Nummern nachgeschrieben. Das erste Mal überhaupt bleichen auf unseren Eisstielen die Nummern aus und das ist natürlich mega schlecht. Wenn bei so vielen Tomaten hier überall die Sorten fehlen, wir verkaufen natürlich richtig viele Sorten und das ist natürlich schade,
wenn wir die Sorten nicht mehr beschriften können und einfach nur Tomaten als Überraschungstomaten verkaufen können. Würden sicherlich auch viele kaufen, aber wir wollen natürlich sicher gehen und hier Top-Tomaten verkaufen, wo auch die Beschriftung stimmt. Und ja, Chilis ärgere ich mich immer wieder. Ich lasse mich ja von Social Media auch ein bisschen beeinflussen und sähe dann auch schon Mitte oder Ende Januar aus. Nächstes Jahr werden wir die Chilis bestimmt 4 Wochen später machen, weil man sieht da schon, hier bilden sich sogar schon erste Früchte. Und ja, es ist vielleicht nicht zu groß, aber eindeutig für unseren Jungpflanzenverkauf sind die immer schon zu weit. Denn ihr seht das hier, ich hänge die auch schon wieder schlapp. Jeden Tag muss man gießen, die Pflanzen verbrauchen so viel Wasser und Energie schon, gehen schon in Blüte, die müssten eigentlich schon längst umgepflanzt werden ins Freiland. Und da das einfach vor Mitte Mai noch nicht möglich ist, werden wir im nächsten Jahr bestimmt 4 Wochen später anfangen, weil wir haben ein super Kunstlicht, wir haben die optimalsten Bedingungen. Die wurden hier Ende Januar gesät und sehen jetzt schon so krass aus Ende April. Das sind 3 Monate bis Ende Februar, Ende März und Ende April. 3 Monate sind die so groß geworden. Und da wir die Mitte Mai soweit haben wollen, werden wir dann nächstes Jahr einfach erst Mitte Februar, ja frühestens anfangen mit den Chilis. Ja, was liegt dann heute hier noch an bei mir? Ich werde jetzt gleich noch die Sachen hier pikieren. Das sind, muss ich mal nachgucken, 108 und 109. Ich glaube, das sind die gelben runden und gelben langen Zucchini. Und was haben wir hier? Hokkaido-Kürbis, nochmal eine Platte und auf der rechten Seite Riesenkürbis. Ja, die müssen wir noch pikieren und das werde ich jetzt gleich machen. Hier haben wir noch Zuckermais, Popcornmais. Das sind so viele Sachen für uns, die wir schon zur Seite gestellt haben. Hier haben wir Spaghetti-Kürbis. Dahinter haben wir nochmal Melonen und Kürbis, eine Platte für uns. Und Zuckererbsen vorgezogen, das machen wir immer wegen den Vögeln hier, weil die uns alles wegpicken würden von den Erbsen. Dann legen die Erbsenkörner mal so oben auf und die können einfach nicht mehr keimen. Hier haben wir von Labio ein paar Pflanzen zugeschickt bekommen. Da haben wir auch ein Kräuterbeet oder beziehungsweise 3 Kräuterhochbeete rausgemacht. Zeige ich euch gleich auch mal. Hier haben wir noch Pflanzen von Gartenbau Hölscher drin, den Lieferanten von unserem Gartencenter hier in der Nähe. Da waren wir ja zu Besuch. Video verlinke ich euch mal hier oben rechts. Wir haben uns auch ein paar Pflanzen mitgenommen, die stehen dahinter. Nochmal 2 Tabakpflanzen. Erdnüsse hier vorne von uns, eine Aubergine. Und hier unsere Tomaten, die wir für uns rausgesucht haben. Da hinten noch Gemüsezwiebeln und Hirse. Ja, und so sieht es im Folientunnel aus. Hier ist echt wahnsinnig viel los. Und das Lustige ist, Leute, das ist ja noch nicht mal alles. Wenn wir hier weitergehen, aus dem Folientunnel raus, kommen wir auch noch ins Glasgewächshaus. Und wenn wir die Tür jetzt hier aufkriegen, es klappt. Hier sind es gerade aktuell 19 bis 20 Grad drin. Optimal, hier wächst nämlich noch Kohl, Mais, Popcorn-Mais und hier rechts natürlich Salat. Dann nochmal weitere 5 Kisten Tomaten, 6 Kisten mit Kohl. Ja, und das kommt alles noch dazu. Heute werden wir auf jeden Fall nochmal Kohl aussäen. Der keimt ja so relativ schnell. Und dann werden wir den auch nochmal 2-3 Tage vorm Jungpflanzenverkauf pikieren, dass wir da noch mehr Pflanzen haben. Also ihr merkt, Leute, das ist wirklich spannend. Hier kommen nochmal 4 Erdbeeren, 8 Tabak. Also Pflanzen haben wir in diesem Jahr auf jeden Fall reichlich. Und ja, nun zurück in den Folientunnel. Hier im Folientunnel geht es weiter mit einem kleinen Gartenrundgang. Und zwar kommt hier eine Platte Romana-Salat. Da haben wir 2 Tomatillos stehen, Gemüsezwiebeln, ganz viel vorgezogene Erdbeeren. Dann haben wir hier Lauchzwiebeln, Tabak und Erdbeeren sowie Erdnüsse noch in der Anzucht. Hier die ganze Kiste, das wird Soja, Gemüsesoja. Dahinter kommt bunter Mangold. Dann kommen hier noch gelbe runde und gelbe lange Zucchinis. Sowie, was hatten wir noch, die Zucchini-Kokozelle. Hier haben wir Kapuzinerkresse, Riesensonnenblumen, Zitronengurken gesät. Also auch nochmal viele Sachen von Jungpflanzenverkauf. Und jetzt haben wir noch genau 12 Tage. Das ist natürlich genau der passende Zeitabstand, um dann nochmal hier Kohl in verschiedenen Schalen vorzuziehen, sodass wir auch die Schalen dann verkaufen können. Also wir werden auch
Kohl mehreren Schalen anbieten und einmal einzeln in Töpfe, wenn man nur einzelne Pflanzen haben will. Ja, außerdem haben wir uns wieder für ein paar Kräutertöpfe entschieden, unter anderem Petersilie, Basilikum und auch, wie heißt es noch, Schnittlauch. Genau, ich kam aber nicht auf den Namen. Lavendel haben wir noch dabei, das sind so die ganz klassischen Sachen. Wir haben jetzt die etwas spezifischeren wie Kapuzinerkresse, griechischer Bergtee und sowas rausgelassen. Da werden wir aber dieses Jahr das erste Mal auch Saatgut von verkaufen. So, jetzt gerade ist es mal wieder etwas bedeckter, deswegen habe ich die Paprikas, Tomaten, Chilis und so weiter mal eben alles gegossen. Und ich habe hier knapp 50 Schalen gesät, davon hier vorne 10 Porree, ungefähr 10 Kohlrabi, dann lila Kohlrabi, Mangold, Brokkoli, Blumenkohl und Romanasalat. Ich glaube, das sind so die Sachen, die wir ausgesät haben. Hier vorne kamen ja noch die Zitronengurken, Kapuzinerkresse und Riesensonnenblumen. Das habt ihr, glaube ich, gesehen. Dann haben wir noch ein paar gelbe Zucchinis ausgesät und die Zucchinis pikiert. Ja, und jetzt liegen gleich nur noch die Kräutertöpfe an. Und ich würde sagen, nach den Kräutertöpfen, da machen wir dann einen kleinen Schnitt für diese Folge. Und dann schauen wir uns heute Nacht, ich stehe um 3 Uhr auf, mal den Folientunnel im Dunkeln an, wie viel Grad es dann unter dem Vlies ist. Und um 3 Uhr entscheide ich dann, kommt die Heizung an, weil da soll es noch 2 bis 3 Grad sein. Da würde ich noch keine anstellen. Wenn es hier drin dann noch 10 Grad ist, stelle ich keine Heizung an. Wenn es dann hier drin aber auch schon 2 bis 3 Grad ist, dann kommt auf jeden Fall die Heizung an. Das wird also spannend. Gleich sehen wir noch Kräutertöpfe und in der nächsten Folge, da seht ihr dann, muss die Heizung an oder muss sie ausbleiben. Man kann ja sagen, was man will über Theorien, aber dass das Aprilwetter komisch ist, das finde ich auch. Jetzt scheint nämlich wieder die volle Sonne. Es ist 35 Grad im Gewächshaus und heute Nacht soll es frieren. Da merkt man schon, dass das Wetter nicht alle am Christbaum hat. Also so ein Wetter hin und her habe ich echt lange nicht mehr erlebt. 35 Grad jetzt hier, gerade aktuell im Folientunnel, sodass ich hier an der Tür, wo ein bisschen Wind kommt, arbeite. Und ich kann euch mal kurz zeigen, was wir hier machen. Gerade wird Salat pikiert. Ich habe mich entschieden, ich habe ja hier meine Salatplatte. Ich habe mich entschieden, noch mehr von den Salaten mit zum Jungpflanzenverkauf zu geben. Und jetzt habe ich noch mal, ich zeige es euch einfach mal, viele Salate zum Pikieren. Hier im Glasgewächshaus das gleiche Spiel, 31 Grad, obwohl das Thermometer jetzt gerade runter geht, weil ich die Tür aufgemacht habe. Und jetzt wird hier auch die Lüftung aufgemacht, denn ansonsten sind die Kohlpflanzen hier auch sehr schnell vertrocknet. Die habe ich gestern erst pikiert und die sollen natürlich gut anwachsen. Man sieht es hier, die Erde ist einfach schon wieder trocken. Wahnsinn, da kann ich nachher auf jeden Fall gießen. Und jetzt, das sind die neuen Salate. Salate ist ganz einfach, die kann ich einfach oben aufsetzen. So ein bisschen reindrücken. Ich drücke den Wurzelballen einfach runter. Die Wurzeln, die verbinden sich dann mit der neuen Erde hier drin. Und die Salate eh mal oben aufsetzen lassen. Auch wenn ihr die nachher ins Beet pflanzt. Ruhig so oben aufsetzen. Denn unten die untersten Blätter, die werden so sehr schnell gelb beim Salat, wenn der aufsitzt. Weil die nicht wirklich Luft bekommen, weil es da sehr feucht ist. Und dann fangen die schnell an zu vergammeln. Ja, und so schnell ist der nächste Salat pikiert. Und jetzt geht's an die Kräuter. An dieser Stelle auch mal ein Dankeschön an die ganzen Partner, die meinen Jungpflanzenverkauf immer unterstützen. Zum Beispiel Floragard. Danke an euch für das ganze Substrat, was ihr mir zuschickt, worin ich dann meine ganzen Pflanzen, und ihr seht, dass es sehr viele vorziehen kann. Da bekomme ich immer von Floragard einiges an Säcke zugeschickt. Besten Dank an dieser Stelle. Auch an Samen aus Knieke, natürlich als Saatgutlieferant von mir. Großes Dankeschön und auch an die Firma Heilen ein großes Dankeschön. Denn auf dem Gelände der Firma Heilen hier in Lingen, da habe ich meinen Garten und die unterstützen es auch kräftig. Sind alle voll dahinter und deswegen auf jeden Fall an alle ein großes Dankeschön, die den Jungpflanzenverkauf unterstützen. In diesem Jahr, wir haben jetzt schon wieder ein paar Sachen, die ich euch sagen kann. Wir werden eine schöne Sitzecke machen, das heißt, man kann auch hier kurz Pause machen, man muss nicht direkt weiterfahren. Das ist das Schönste, dass ich das jetzt dieses Jahr das erste Mal im Garten machen kann. Wir gehen mal eben raus.
Hier im Hintergrund, da seht ihr die Wiese, da werden wir Tische aufbauen, Sitzmöglichkeiten. Also ihr könnt auch hier im Garten kurz sitzen bleiben, ihr müsst nicht direkt weiter. Und wir werden für die kleinen Kinder, die vielleicht dabei sind, auch Trinkpäckchen und so weiter haben. Also wir werden vorbereitet sein. Plätzchen, vielleicht ein bisschen Kuchen, also es ist für alles gesorgt. Und ich hoffe, ihr seid beim Jungpflanzenverkauf dabei, denn das wird wirklich richtig cool hier in meinem Garten und ich freue mich mega drauf. Den Großteil der Erde, den habe ich von Floragard bekommen, wie eigentlich in jedem Jahr. Aber da unser YouTube-Kollege, der Dennis von Garten ganz nah, jetzt auch bei Kuxin arbeitet, habe ich jetzt mal zwei Säcke Aktiverde für Anzucht und Kräuter. Und die werden wir jetzt mal bei den Kräutern ausprobieren. Und da an dieser Stelle auch danke an Dennis. Ja, und bevor ich es vergesse, das noch größere Dankeschön, das geht natürlich an die beiden Personen, die mir hier am meisten helfen im Garten und bei der ganzen Organisation. Und das sind einmal Niklas und meine Freundin. Die beiden, die helfen hier im Garten und nebenbei bei der Planung und allen am meisten mit. Und deswegen auch da ein großes Dankeschön. Ja, und jetzt, wie oft habe ich es in diesem Video schon gesagt, ich weiß es gar nicht, jetzt geht's an die Kräuter. So, wir gehen die Sorten einmal durch. Schnittlauch, Sorte Staro, Petersilie, Grandeur. Dann den Duftlavendel, den haben wir zweimal. Hitcoat Blue Strain, Lavendel 40 cm hoch. Dann haben wir diese schöne Basilikum hier, Florals Bayers Lavendelblau. Basilikum Genovesa, das ist so das Klassische, das habe ich eigentlich immer gehabt. Und hier Sperlis Italian Star Basilikum, bin ich auch gespannt. Basilikum haben wir also, Lavendel, Petersilie und Schnittlauch, vier verschiedene Sachen. Ich denke mal, das reicht an Kräuter. So Leute, wir haben den 26.03. 15 Uhr. In 3 Stunden soll dieses Video kommen, deswegen mache ich jetzt einen Cut an dieser Stelle. Heute Abend werden wir das Ganze abdecken und heute Nacht schauen wir mal um 3 Uhr, wie warm das im Gewächshaus und am Vlies ist. Also im nächsten Teil wird es auf jeden Fall spannend. Abonniert mich gerne kostenlos, dann verpasst ihr das nicht. Daumen nach oben geben, kommentieren, wie es euch gefallen hat. Bis demnächst und ciao.